Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 A Real Reborn. So, wir sind hier in das Herbstkürbissee gelandet und sind bei einer Reihenholzsuse irgendwie gelandet. So, jetzt haben wir zwei Hauptmissionen und wir werden erstmal mit einem neuen Begleiter holen. So, wir haben den Bomber, jetzt nehmen wir das Schweinchen. So, gucken wir mal. Der ist der Schaufelsen. Bist du? Nein, du bist Augen. Was? Augenbiss. Was? Früher morgen, ich kann nicht lesen, ne? Augenbisscherei. So, jetzt haben wir's. Drück mal eigentlich. Die Tannitreifen. Okay. Nichts für uns. Das ist was für die Krieger. Das ist, wäre was für uns. Dann nehmen wir wieder das Grundstück. Ivarualt möchte dir ein Geheimnis anvertrauen. Anvertrauen, wir kommen mal ein Geheimnis an, du komischer Fuzzi. Okay, haben wir. Das muss ich machen. Am Ziel nach Spuren des Monsters suchen. Mal super. Was hast du für mich? Der Schauerfelsen. Hey, die könnte ein weiteres Gerücht zu den Vorfällen um Herbstkürbis. See. Nee. Ja, also gut. Bla bla bla. Ja, wo ich hin muss. Was ich jetzt mache. Sprengstoffröhre am Felsen benutzen. Ah, super. Also den Fehler hatte ich schon nicht gehabt. Das. Tommy, altes Haus. Reitern. So, ist noch bewaffnet. Ich bin schon extrem spät dran beim Aufnehmen. Normalerweise bin ich mit dem Mond meistens schon fertig und kann schon den nächsten Monat schon anfangen. Aber irgendwie habe ich im Mai etwas als gepennt. Und dann los der Mission. Also beim Polier. Stufe mich. Besten Absichten. Gulada ist nie um eine Ausrede verlegen. Also wie, so wie ich. Kiste im Gogolasatzbachen erbeuten, ob man das sein mag. Die Kunst des Staubwedelns. Eluin möchte die Gemäldesammlung des schwimmenden Korkens auf Vordermann bringen. So, ich putze da was. Das ist wirklich putzen. Staubwedel benutzt oder was? Oh, du gehst auf das Single. Hat die Reinigungskraft frei heute oder was? Oder streckt die oder hat die einfach keinen Bock oder was? Super. Wee boing. Okay, ja, gut, gib mal den Beweis. Oh, was war jetzt für mich nicht? Was? Wenn Schokobos schlafen. Oha, was tun sie, wenn sie schlafen? Stärke. Willenskraft. Probieren. Vergleichen. Okay, ich nehme den mal mit. Statt des Punkts ist das Stück, nehme ich den mal mit. Eluin sorgt sich um einen überfälligen Gast. Na super. Hallo, ich habe noch was anderes zu tun, außer deine Leute zusammenzuschlagen. Bei Mr. Gast suchen.
Okay. Komm, Tom. Reite. Let's go. So, wir reiten nach unten und fangen irgendwo mal an. Ich denke, wir fangen hier an und arbeiten uns nach links durch. Und rechts nach links. So werden wir es machen. Oder kleiner Tom. Ja, ich bin heute diesmal zu spät, aber. 12 Uhr muss ich schon wieder zum Schaffe fahren. Dann muss ich das Ende Video noch hochladen. Zumindest die, die ich schon gerendert habe, hochladen. Und dann stumm. Das ist nochmal ein Blatt machen. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt doch wieder Stellproblem geschippt, wer auf Level 50. Ihr Deppen. Bah. Okay, ich stirb. Hufbase, mein Chocobo kann Pike treten und er kann mit einem. Und er hat einen Hüftschwung, du. Da staunst du, eh? Oh, da staunst du was. Komm, kleiner Turm, komm. So, der Le. Wo muss man jetzt hier? Da oben links. War das denn mit dem Gast oder was war das? Ja, ich hätte den Gast. Ui. Abenteuerlustige Frau. Super. Sind schon Chocobo tot oder schläft er nur? Ein Chocobo schläft dort. Ich dachte, er war tot. Hallo, super, wieder ein kleiner Typ, ja auch noch was von mir. Supi. Ey, Leben, Golem, ja, du bist. Okay. Also, ich habe das Prinzip von Schlummer noch nicht ganz kapiert, aber hey, ist immer gut, dass man sowas mal hat. Vielleicht finde ich irgendwann mal einen Nutzen an Schlummer. So, das nächste fertig. Was macht man denn? Zumindest hoffe ich das. Dass ich da unten hingehen muss. Ja. Okay, Sprengstoff benutzen. Wie ist das Monster dabei? Ich sag's euch. 1, 2, 3, 4, 5. Dupti. So, was haben wir, der nächste Steinbrocken? Oder was hältst du davon, Tom? Tommy, kleines Haus, wie geht's dir? Hoch, komm. Ah. Ich bin gespannt, ob sie recht behalten. Der Wetter. Mein Handy mit dem Wetter heute. Es soll so regnen gegen Nachmittag. Bin ich mal gespannt. Ob das am. Moment. Schau mal, der 3.6. regnen tut. Da bin ich mal sehr gespannt. Okay. Schauen wir mal, ob man es selbst behalten kann, dass es die ganze Woche regnen soll. Gut, dann wäre es ein bisschen, dann wäre es mal kühler am Zunste. Ich glaube, nicht, dass ich das schäle werde. Sieht's. Was ich hier mache, aber. Nee, geht drauf. Nicht sowas zu meinen Lieben. In solchen Momente ist Schlumpfuma anscheinend sehr gut. Warte mal, wo war Medica hier?
hast sowieso schon extrem überleveln, wenn man sich immer bleibt, wenn du irgendwas machen willst. Komm. Du spürst eine feindliche Präsenz. Rosa Tero-Brille. Hat mal jemand mal ein Ding dabei? Ein Deckenspray. Danke, Tom. So, alles, man kann jetzt alles schön abgeben. Yay. Also bei der Hauptmission weiß ich, dass es nicht alles war. Ich hoffe, dass es bei diesen Nebenmissionen schon alles, das alles waren, was ich hier machen kann. Aber langsam nervt. Der kleine Team hat keine Lust. Ich hab mich schon erschrocken, warum so viel Geld habe. Beim Hauptcharakter wo ich privat spiele, habe ich nicht so viel Geld. Wohl, weil ich am meisten viel Geld ausgebe, nur weil ich Klamotten habe, die optisch aussehen. Im realen Leben hasse ich Shopping, aber in solchen RPGs oder so, da gehe ich voll ab. So, die erste Kiste. Weh, du bist nicht fertig. Dann machst du denn auf Dark Souls mit dir. Ja, doch. Warum muss ich echt immer mal böse sein? Stimmt, denn da. Was musst du jetzt noch von mir? Hungrige Bergleute. Eluin ist einem dreisten Butterbrotbetrüger auf den Leim gegangen. Oh nein, ein Butterbrot. Krieg hier. Laden her. Wenn ich jetzt wüsste, dass es noch schlimmer wird, würde ich sagen, lange offen, ich werde nicht schlimmer. Aber es wird noch schlimmer. Ich weiß noch, was kommt. Und das ist Essen. Ach, oh. Silberlerei einfach anprobieren. Da muss ich gucken. Ich habe eine weiße Unterhose an. Geilo. Okay. Ich vergesse immer, dass ich in dem, dass ich bei dem so hell, so dunkel bin. Die zahlreichen Frauenleichen rund um Herbst lassen Metrod keine Ruhe. Wieso schicken die mich eigentlich immer mal was so ein Quatschi? Links, rechts, links, rechts, dann und dann. So. Nach der Folge muss ich mal wieder mein Zeug hochladen, das was ich hochladen kann. Ich so fertig. Yeah, ich muss auch so drei Folgen aufnehmen. Rendern und hochladen, aber das kann man nur während der Arbeit die mache. Rendern, hochladen, kriege ich dann Achi, wenn ich schon unterwegs bin. So, so und dann habe ich ja nächste Woche noch Pfingst, habe ich ja selber Urlaub. Das kann ich auch für Juli hochnehmen. Alles schon mal machen. Yeah. Ah ja, ich muss so ein bisschen Bergleiter, der auch noch hier. Noch auf Bestie, ich denke, wenn ich so lange lade, dann bin ich schon einfach verstehen.
mein rotes Spot gekommen und Gott sei Dank. Ich war Samstag auf CSD in Karlsruhe gewesen. Und es war schön Wetter und es war schwer. Und es war extrem heiß. Und das Schlimme war, es kam bei der Party, da kam kaum Schatten, wo du dich schon mal in der Schatten hochgequetscht hast. Das fand ich schon voll scheiße. Aber ansonsten war es schön, muss ich sagen. Ich konnte nichts sagen. Der Umzug war schön. Ich bin mit meinen besten Freunden sogar mitgelaufen. Mit den ganzen Leuten. War toll. Ich konnte nichts sagen. Dann bin ich schlecht angepisst. So. Hab ich mich leicht zu Sonnenbrand bekommen an der Arm und im Gesicht war ich leicht rot. Das war schon lustig. Ich gucke, ob das da oben ist. Wenn nicht, Geronimo nach unten. Sehe ich das von hier aus? Ich glaube, das war der Uno, oder? Autsch. Also, sonst den Moment, wir kennen noch. Boah, so arsch springen. Wisst ihr, er ist Level 28. Ich bin 38. Hallo? Zupft euch. Das ist eine feindliche Präsenz. Oh, ich hab gedacht, das wird ein bisschen, naja. Wie ist es ein bisschen verkehrt? Hey, nicht mein Kombi, ja. Blöder Kugel. Ich hab allerbester Freund. Er kann zwar nicht mit den Dungeons gehen, aber hey, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Hoffentlich, dass die Mates fertig sind. Ich hab keine Lust mehr hier rumzuwuseln. Diese Scheiße ist blöd. Hier sind so viele Viecher, die angreifen. Aber am 10. August ist es ja in Mannheim. CSD. Yeah. Dann will ich wenigstens so Ski gehen kann. In Karlsruhe kann. Habe ich mich nicht ausgekannt, bis ich nicht als Schule hingehe. Da habe ich mich nicht ausgekannt. Wo will ich hier ungefähr? Wo will ich in Mannheim? Weiß ich ja, wo die Bars sind. Kann ich sagen, hey, ich gehe um die Bar oder ich gehe um diese Bar? Also, ja. Hey, Kollege. Bestimmt werde ich jetzt zum Min 4 geschickt. Mit der weißen Linie. Gleich mache ich, muss erstmal was abgeben. Dann kann ich weiter mit meinen Kollegen reden. Gut, in Karlsruhe habe ich glaube ich mal gekehrt. Wenn so viel Spaß für Schulen lässt. Also 5 Bars. Warte mal, ich glaube es sind 2 oder 3 Clubs und eine Sauna. Das weiß ich in Mannheim. Und Schwule. Und Lesben. Gut, Sauna ist nur für Schwule. Die Endbar, wo ich hier gehe, sind nur für Kerle.
Aber sonst ist es alles immer gemischt. Und du wüsstest ja ungefähr, wo ich hin muss. Das ist ja meistens in der Nähe. Nur wenn ich mich aus. Aber ja. Doch nicht. Da liegt meistens eine Lilie. Hätte mehr ist bereit, dir den Lilienkopf zu überlassen. Soll ich mich mit dem Lilienkopf? Warte mal, was kostet denn das Teleport-Ding? So eine neue Kritania 90. 90 oder? Hey, Jungs, ist gut, wenn man hier sparen kann. Hallo? Oder 30? Und man muss schon gucken, wie man Geld sparen kann, kann ihm nicht mehr vergessen. Oh, blink, blink, mein Handy. Kann man während der Aufnahme schön rüber. So, wenn ich immer wenn ich drei Sachen mache, die angegriffen oder wenn ich mache, werde ich meist angeschrieben oder angerufen. Wenn ich auf dem Klo dasselbe oder wenn ich mich gerade am Essen bin, oder wenn ich gerade auf der Couch liege, der Kamera war bei mir in der Wohnung oder was? Ich hab doch keine Lust, wenn er andauernd Arschschreibding. Aber lustigerweise, davor schreibt mich keine Sau an. Wenn ich dann warte, schreibt mich keine Sau an. In dem Moment, wo ich dann eine von den vier Sachen mache, werde ich abgeschrieben und ich denke mir, euer Ernst jetzt. Euer lustiger Ernst wird es. Also Kritania oder Elisa Lunda Kritania in so einem Tage ist gut leben. Kritania natürlich ist eine sehr perfekte Schatte und so weiter. Oder schlecht mögen, aber hey, das ist schon im Salunda Jahre. Aber dort hast du wenigstens Schatte und du ist es bestimmt angenehm im Sommer. Als woanders da? Das stimmt, das ist das Wunder, die ich nicht mache, da. Und Limsander, Luminsander, da hast du halt der Fluss drauf, so. Oh ja, der Bruder geschafft. Ah, da muss ich der 50. Wenn das weiter irgendwas zeigen. Hallo! Langer Schatten. 44. Okay, warte mal, dann bin ich in Schlangen. Befördert werden, was mit Bauressourcen dann. Okay, ja, was man. Okay, warte mal, was krieg ich denn dann eigentlich als Zwacher? Wo ist es dann? Das, hier. Okay.
Ah, da habe ich also die Glocke her. Ja, okay. Ja, senden. Ich probiere auch noch mal. Warte mal. Naja, es sieht zwar nicht bezaubernd aus, aber okay. Aber die war diesmal auch noch beste. Die Schabe für die Größe dann. Hier. Anprobieren. Yeah. Dann ging noch eine Rockhose, Reiterhose. Wie ist irgendwie gescheite Klamotten? Mittagsbäder, Ding. Schütze. Ne, Drücke, scheinke gescheite Klamotten. Schette. Ja, bitte da, was krieg ich eigentlich gestanden? Und das kann ich nachher haben. Yeah! Die Dungs. Was ist das? Ah, da kann ich den Rosshahn nicht kaufen. Okay, kann ich nicht kaufen. Also auch mal das ist aber ein großer Mokri. Bis ab die Hose, aber am Sonntag sieht das schon putzig aus, muss ich sagen. Na komm, dann muss ich mal Emotionen geben. Aber dann muss man mal grinsen, hallo. Der war eben so cool. Das hat sich mal so einfallen lassen, die Spieler. Oh, hat jetzt irgendwie nicht so eine Zauberglücke wie, okay. Ein Koala-Bär! Ein Koala-Bär! Oh. Im Vorgruppe hat man das da reingespielt. Hallo? Pegasus Prime. Pegasus Polen. Und wieso ist das Zeug? Der stand schon noch nicht, der stand schon vorne noch nicht da. Aber er ist schon gut nun. Hey, altes Haus, wo bist du? Hey, wir sind's. Ja. Irgendwas mit Lilienkopf soll ich dir geben, hieß es. Das jetzt zeige, ob das jetzt bald ist denn der jetzt? Nein. Da oben. Jeder. Ja. Ah, ich hab das. Okay. Ich hab bloß überlegt, ob ich das Ende reit, die hab dem Einhorn, ob ich das hab. Du eterite Netz. Picking me up. Ah, sehr gut.
Hallo. Na, na, du. Wir gehen in die Linienkopf wieder. Denn nicht so lieb. Wenn ich dann erst Obst mache, so. Hey, was bist du denn für ein lustiges Kerlchen? Du bist ein Schurke. Solidus Sand. Was für ein lustiges kleines Kerlchen. Whee! Yep. Jetzt kommt ein Dungeon so abgeschrieben. Der Dungeon. So, was ist die Uhrzeit? Uhrzeit 10. Ich würde dann mal sagen, in der nächsten Folge werden wir mal das Bistario machen, bevor man den Dungeon dann da machen, weil ich denke nicht, dass ich heute oben lustig bin. Sondern ich sage, ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye.